Aus dem Danziger Dampfboot Nummer 52, Dienstag am 1. Juli 1834 erschienen. Ein Gedicht, Hochmut kommt vor dem Fall. Wuff hieß des Hauses treuer Hund, ein Schrecken aller Diebe, doch gab er auch Beweise kund von Treue und von Liebe, war nicht im Apportieren steif und sprang gewandt durch einen Reif. Es spielten in der Ferienzeit mit ihm des Hauses Kinder, die Nachbarsleute weit und breit, die liebten ihn nicht minder und reichten weißes Brot zum Dank ihm, wenn er durch den Reifen sprang. Ein grauer Kater Hinz genannt, ein Neidhart sondergleichen, war gegen Wuff in Groll entbrannt, weil er bei nächt'gen Streichen von Wuff erhalten manchen Biss, war dieser ihm ein Ärgernis. Als lebend Inventarienstück zum Hause noch gehörte, ein Esel, den das Wuffsche Glück beim Distelschmause störte. Er hasste drum den armen Hund und trat mit Hinz in einem Bund. Sie kamen beide überein, auch durch den Reif zu springen. Ein Eselsprung wird Neues sein und Wuff zur Seite bringen. Dadurch verliere er sein Brot, Gevatter Hinz, und hungert tobt. Als einst der Herr des Hauses nun den Reif gebracht zum Schwunge, was hat der Esel da zu tun? Er rüstet sich zum Sprunge. Er springt, man applaudiert, nein, der Esel stürzt und bricht ein Bein. Da ward der Esel ausgelacht, sein Unglück schuf Vergnügen, und wurde sein nicht mehr gedacht, man ließ den Esel liegen. Der treue Hund behielt sein Brot, der Esel starb vor Groll und Not. Die Lehre sei ein reicher Schatz, dir für das ganze Leben. Ein jeder bleibe auf dem Platz, der ihm Natur gegeben. Ein Sprung, der gegen die Natur, führt dich zum Eselsbeinbruch nur. Wer mühsam sich sein Brot erwirbt, den lass in Frieden gehen. Wer anders handelt, der verdirbt, wie wir das täglich sehen. Besonders bleib zu jeder Zeit entfernt, mein Kind, von Stolz und Neid. Ein Gedicht von Wilhelm Schumann.